der 4. oder 5. März für mich einfach eines der größten Ziele, diese Ausstellung vom Metropolitan Museum zu machen. Also Gerhard Richters Werk ist geprägt, gesamtes Werk ist geprägt von einem Spannungsverhältnis zwischen Figuration und Abstraktion. Das zentrale Werk der Ausstellung ist der Zyklus Birkenau, der 2014 entstanden ist und in dem sich Gerhard Richter eigentlich mit dem Thema, mit dem er sich während seiner gesamten Schaffenszeit auseinandergesetzt hat, nochmals beschäftigt, nämlich die Auseinandersetzung mit dem mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und dem Holocaust. For me, it was very important. In 1992, I was a young curator, and I was more into performance and actions and video and contemporary art that is not definitely fitting onto a pedestal or into a frame. I was more thinking about experimental art, and I visited a large Gerhard Richter exhibition at the Kunsthalle in Bundeskunsthalle in Bonn. It was 1992, and I didn't leave. It was like, for me, it was like a masterclass in learning. With that work, learning to see differently, looking at painting differently. And I really stayed in this show for the whole day. And I think the guards thought, what is this guy doing here the whole day? And it was for me a really life-changing experience how I look at art. And I hope that many visitors that come to Neue Nationalgalerie or later the Berlin Modern will have a somewhat similarly important experience with this work. Ich glaube, dass Gerhard Richter nicht nur für die deutsche Kunstgeschichte unglaublich wichtig ist, sondern generell für die internationale Kunst und Kunstgeschichte einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Und diese Stellung ist, weil er eigentlich sich sein Leben lang mit dem Grundthema der Malerei beschäftigt hat. Was kann Malerei? Welche Grenzen, welche Möglichkeiten hat Malerei? Und ich glaube, das macht die Ausstellung auch sehr schön deutlich, in der wir wirklich auch diese ganze Vielfalt eben von den figurativen Arbeiten hin zu abstrakten Arbeiten, hin zu seinen Glas- und Spiegelarbeiten eben auch in der Ausstellung zeigen können. So we're building a special exhibition room, a special gallery for the long-term loan for Gerhard Richter, and a room in the new building, in the new Berlin Modern. And this is basically a version of this. It's a bit smaller than it will be in the new building,
but it's as complex and as multifaceted as it will be in the Berlin Modern. Der engste Mitarbeiter von Gerhard Richter. Und wenn wir damals schon zwei Arbeiten von Gerhard Richter gekauft. Und missachtet zu werden, wäre auf jeden Fall viel schlimmer.